Ja, hier ist ja nichts los, wa? Hallo. Ja, eigentlich schon. Wo denn? Hier ist eine Steinmomographie. Ah, eine Aztekenprüfung. Soll ich mal die Monographie hier? Ja, und los. Ein Anführer kann nicht einfach in die Zukunft voranschreiten und erwarten, dass sein Volk ihm folgt. Ein Anführer muss über seine Schulter blicken, damit er die Konsequenzen des von ihm gewählten Pfades erfassen und verstehen kann. Um sicherzustellen, dass sein Volk ihm noch folgt. Um sicherzustellen, dass er sich nicht verirrt hat. Ja, ab in die Prüfung. Was für eine Prüfung? Hier ist doch so viel noch nicht aufgeklärt. Guck mal, wir machen jetzt diese jetzt kommen wir hin. Halt's Maul, hier ist ein Verschlinger. Ja, okay, gut, den machen wir noch. Jetzt ist er weg, dann los. Du musst dich ja nicht drum kümmern. Nö. Irgendwie schießt hier alles. Ich kriege hier ganz viel Schaden, würde ich sagen. Wo müssen wir hin? Weiß ich noch nicht. Auf die linke Seite. Ich bin gestunt. Du bist gestunt? Ja. Das ist nicht gut. Nee, und ich habe viel HP verloren. Ja, ist auch nicht gut. Ich muss mal eben eine kurze Pause. Ja, mach da mal. Du Lappen. Ich bin schon wieder gestunt. Ja, wenn du von den Pfeilen getroffen wirst, die übrigens sehr, sehr viel Schaden machen, wirst du gestunt. Au! Das ist richtig. Da hinten, die Aztekenprüfung, da sind wir doch schon. So. Wir haben alle abgeschlossen. Alter. An Emperor must know. Wollen wir uns verpissen? Ja, warum nicht? Durchs Portal? Ja. Ich habe noch gar nicht alles aufgeklärt hier. Wir kommen ja nur wieder zum Anfang der Aztekenprüfung zurück. Digga, die Aztekenprüfung, wir haben alle erledigt. Und was kriege ich jetzt dafür? Wo bist du denn? Wir können doch in dieser Stadt Saan, da können wir doch jetzt irgendwas mitmachen. Haben wir wirklich alles? Ja! Und wo bist du jetzt? Guck mal die Quest. Ich bin schon wieder unten am Kämpfen. Wo unten? Ja, guck mal auf die Karte oben rechts. Oh, ich sehe dich nie auf der Karte. Doch, du siehst doch, wo meine Maus sei. Meine Maus sag ich schon. Wo du mich, Maus, findest. Oh, hier ist ein Ausrufezeichen, 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 Ausrufezeichen. Hier unten, hier unten. Du machst ja sowieso hier alles alleine. Hier ist noch alles nicht aufgeklärt. Das ist mir jetzt kackegal. Ich kann es nicht ab, wenn eine Karte nicht aufgeklärt ist. Ja, komm. Da ist. Du warst wahrscheinlich schon. Nein. Da ist eine verschlossene Tür. So, hier bin ich. Hier ist eine verschlossene Tür. Nein. Ich will aufklären. Ich will fertig werden hier. Ja, mach das doch mal. So, der Jahre mit dir. Ja. Hier ist so, zum Beispiel noch ein böser Junge. So. Lalala. Mit uns wird man, glaube ich, nicht so schnell fertig, habe ich das Gefühl. Du machst doch nicht so nett. Ich glaube, wir beide, wir sind schon ein paar ordentliche Maschinen, wir beide hier zusammen. Naja, siehst du, ich sehe das ja auch immer so, wir leveln ja dabei. Und ich meine, klar, du hast dein Level-Up natürlich schon gehabt, während ich da noch drauf warten muss. Jetzt bin ich hier irgendwo fest. Hier, hi. Ich habe schon mal sicherheitshalber drauf geschossen. Hier waren wir doch schon mal. Hier waren wir schon mal. Gehen wir wieder zurück. Ja. Und wenn... Also wir gehen jetzt hier... Na, da wo das Ausrufezeichen ist hin. Wenn es hier unten nicht weitergeht. Zumindest nochmal drei Gegner. Die aber sehr schnell fallen. Nochmal drei Gegner, die noch schneller fallen. Nochmal vier Gegner, die noch schneller fallen. Also irgendwie fallen die immer schneller, die Gegner. Stark sind die alle nicht. Nicht wirklich, ne? Nö. Aber wir holen sie uns. Ja, natürlich, klar. Jetzt erst recht. Ah, da ist er doch. Der Fusselito. So, hier ist auch nichts mehr. Dann haben wir es jetzt. Yep.
Jetzt haben wir es. Jetzt können wir hier oben zum komischen Ausrufezeichen hinrennen, was auch immer das sagen soll. Ich habe keine Ahnung. Wo ist denn der Eingang hier? Hallo, ich hänge ihn fest. Oben. Bin zu fett. Mann. Verdammt. Verschlossene Tür. Wahrscheinlich kommen wir ja gar nicht durch, sondern müssen erstmal in die Stadt und quatschen. Ich versuch's mal. Ja. Damit habe ich gerechnet. Die Tür ist verschlossen. Na toll. Das war das Ausrufezeichen, wo ich unbedingt hin muss. Ja. Wusste ich ja nicht, dass das jetzt so kommt. Wo gehen wir denn? Wo latschen wir denn lang? Ja, wir müssen zweimal ins Lager von Sahn und einmal zu den Docks. Und das sind beides Dinge, die wir, wo bist du denn? Nicht hier machen. Hinter dir. Soll ich eine Port... Ne, wo wollen wir hier nochmal hin? Zurück? Nö, ne? Nö. Naja, ich bin am Wegpunkt. Naja, ich komme jetzt mit dir. Oder geh ruhig schon mal rein, verkauf ein bisschen. Ich komme jetzt auch. In die Stadt von Sahn. Genau, dann quatsch schon mal wegen der beiden Quests und dann zur Aztekentafel. Ach, ja. Aber erstmal in Ruhe verkaufen. Verkaufen. Seele. Ja, und das auch. Ach du Scheiße. Was denn? Ein Schlückchen trinken? Was haben wir denn hier Schönes? Aha. Also die Gegenstände, die man hier findet, finde ich alle nicht so berauschend. Die kann man eigentlich alle verkaufen. Ups. Ich habe ja schon mal eine Olle ins Versteck eingeladen, warum auch immer. Mhm. Ah, jo. Zack, zack, zack. Komische schwarze Karte. Das dreimal schwarzer Kater? Der auch. Habe ich hier eine rote Gemme? Hier kann ich auch noch eine rote einbinden. Skelette beschwören, eine rote Gemme. Was haben wir denn da? Fernangriffstotem. Ja, bitte. Ich wollte gerade sagen, ich kann die Karten nicht in die Gildentruhe packen, das geht aber trotzdem. Geht aber trotzdem, okay. Zombies beschwören. Hallo. So, das hier brauche ich nicht. Das hier brauche ich nicht. Das hier ist eine Zweihandaxt. Will ich die nehmen? Eigentlich ja nicht, ne? Bis dato nicht. Bis dato nicht, mein Freund. Was habe ich jetzt wieder gemacht? Weiß ich nicht. Ich verkaufe jetzt erstmal meine komischen Gegenstände aus, die ich mir mal irgendwann mal zurückgelegt habe, die aber alle scheiße sind. Wenn man mal ehrlich ist. Da, da muss ich drin. See you soon. Ja, wir sehen uns. Wohl hier. Guck mir gerade Stiefel an, die eigentlich schon mal ganz geil aussehen. Jetzt muss ich aber gerade eruieren, wo was besser ist. Kaum spielt der eine Frau, ne? Ganz schlimm, ich sag dir wirklich. Schon geht's um Schuhe. Weißt du, mit der Gregor möchte was von uns. Der hat sich aber auch noch nie erholt, du? Nee, der Gregor ist fertig mit der Welt. There'll be time for that soon enough. Hat er sich ja mal mit dir geplant oder so? Gregor, wo bist du denn? Da unten. Ich komme mal zu dir. Du quatschst den Gregor, ne? Ja, ich denke immer noch, der erinnert mich so ein bisschen an, was war's? Hostel 2, ne? Als ja, das Bein aufgefressen wurde. Na gut, ich klicke mal an. Die Gemling-Königin, sie ist unmöglich. Wie hat sie überlebt? Warum ist sie keine der Unvergänglichen? Nein, diese Frage können wir warten. Es gibt dann nämlich eine Frage, die drängender ist. Ist sie sicher vor der Ebenholz-Legion? Wenn sie mit uns kommt, ja. Ihr wart fleißig. Wenn die Spule erst wieder da ist, wo sie hingehört, sollten die Banduls in der Lage sein, die Ebenholz-Legion in Schach zu halten. Wir haben beide gesehen, wie sie mit einem Menschen anstellen können. Ob ihr nur eure eigene Haut retten wolltet oder dabei auch an andere gedacht habt, kümmert mich kaum. Ihr hattet Erfolg, wo ihr scheiterte. Ich scheiterte. So, in Gegenwart der Gemling-Königin habt ihr euch behauptet. Ich kann nur hoffen, dass ich sie lediglich in meinen Albträumen treffe. Oder gar nicht. Wäre vielleicht auch nicht so schlecht. Trotz allem, was ihr ansonsten geleistet habt, ist jede Kreatur auf diesem Kontinent in Gefahr, solange Petey noch am Leben ist. Seht euch im Westen von Gravitius' Lager um. Ihr findet Petey im Lunaris-Tempel, wo sie sich hinter ihren Ei-Entweihungen versteckt.
Desecrations. Desecrations. You must leave me. Ja, Jolas must leave me. Betrete das Lager im Labyrinth von Zahn. Nee. Sprech, also einmal Lunaris-Tempel betreten, sprech mit Maramoa. Wo waren die nochmal? Hier ist die. Die mache ich. Ich weiß zwar nicht, wie die. Oh. So, wo müssen wir hin? Hier oben ist Maramoa, mit dem müssen wir auch noch sprechen. Maram? Genau, ja, ich spreche, ja? Ja, jetzt? Ja, klar, und los. Ihr seid der wahre Geist von Makoro, dem Hai. Nicht von dem feigen Biest, das seine Zähne in einsame Schwimmer schlägt. Nein, ihr greift das Waikoama, das Kanu an und richtet ein menschliches Festmahl im Wasser an. Jäger werden zu Gejagten, die ihr nach Belieben verspeist. Hier nehmt das, Makoro. Ach, schön, sehr gut. Mal 10 Minuten mit Aussuchen einer Gemme verbringen, finde ich toll. Knietschige Explosion. Das weiß doch keiner, wie das geht. Bei Gegnern um euch herum und führt dann eine Reihe wirbelnder Angriffe aus, während ihr euch in Richtung eures Zielortes bewegt. Das verstehe ich doch jetzt schon nicht. Sturmexplosion, okay. Einäscherung. Habe ich nicht irgendwo noch einen grünen Platz frei? Kann ich nicht hier irgendwo noch da? Blitzschlag. Das ist ja scheiße. Eine Zielleiche explodiert und verursacht Flächenschaden. Also Illusion auch nicht. Nehmen wir das oder nehmen wir das? Na komm. Ich habe mich entschieden. Be well. Du hast dich entschieden? Ja. Ich mich noch nicht. Beeil dich doch mal. Aha, kanalisiert eine Welle, Projektile. Aha. Zeugt 4 Explosionen. Schemmen erwecken. Kreaturen haben plus 30% zu allen Elementarwiderständen. Schemmen erwecken klingt ja schon mal richtig geil. Und ja. Einäscherung ist auch gut. Durch Kanalisieren wird eine riesige Explosion aufgeladen. Die explodiert, sobald ihr die Fertigkeit nicht mehr benutzt. Was? Je länger ihr sie kanalisiert, desto größer werden die Wirkungsbräuche der Schaden der Explosion. Bis zu 10 Phasen. Aha. Ja, eigentlich ja Schemmen erwecken, oder nicht? Ja. Oder Einäscherung. Ne, komm, Schemmen erwecken. Bam! Quest abgeschlossen. Konnte man hier bei irgendjemandem von den Säcken noch ein paar Gemmen kaufen? War das möglich? Stimmt, aber das wollen wir ja nicht in den Folgen machen. Aber ich wollte so eine coole Gemme haben. Nein, dann kaufst du die außerhalb und stellst sie dann vor. Och, weil du brauchst immer so lange. Ja, das stimmt ja. Ich guck gerade eben schon wieder. Hier Gewitterbeschwörung, auch kein Mensch. Tausch jetzt gegen Schemmen beschwören. Das ist doch nur wirklich nichts fürs Let's Play. Entflammbar. Ja, ich bin ja auch schon fertig. Ja. 9 haben 10% Chance. Aha. La la la. Flammenspurt gegen solche Schemmen. Spiele kann man einfach nicht mit dem Gorilla spielen. Ja, sagt der Looter King, der 30 Minuten neben zwei Items steht und überlegt, ob er die jetzt aufsammelt oder nicht. Das stimmt überhaupt nicht. Der reißt sie dir unterm Arsch weg und rennt weiter. Alter, ey. Beschwerst dich doch immer. Lass doch auch mal was liegen für mich. Glaub mal, wenn ich einen größeren Rucksack hätte, du würdest nichts kriegen. Gar nichts. Nichts. Gar nichts. Was ist das hier? Hau ab. So, aber wir gehen hier nicht hin, komm. Warum nicht? Sollen wir nicht da drauf treten? Nein. Oh, Mann, oh. Wir gehen zu den Docks. Ach, was willst du denn bei deinen komischen Hunden? Ich habe das Gefühl, dass das die Hauptquest ist. Und ich will jetzt hier nicht die Hauptquest beenden, bevor wir alle anderen Sachen beendet haben. Was denn für Docks jetzt? Wo sind die? Oben in der Mitte auf der Karte. So, ich bin schon da. Was soll denn hier sein? Hier waren wir doch schon mal. Jetzt sind die wieder alle da und sind auch noch schlecht gelaunt. Sprecht mit Fairgraves. Ist direkt hier. Ich will aber nicht mit dem sprechen. Der wollte mich umbringen. Das ist ein Wichser. Komm, ich quatsch mal mit dem. Lass den hängen, du dumme Sau. Press. Schaut euch den Glanz dieser Pflaume an. Ist das nicht die köstlichste Frucht, die ihr jemals geschleckt habt? Nicht?
Vielleicht scheint der Glanz der Hoffnung auch nur in meinen Augen. Ja, ich glaube, mehr sagt er auch nicht. Jetzt ist er da ein bisschen dran. Oha, erstaunlich! Nichts verbindet zwei Seelen inniger als ein Mord. Allein deswegen wusste ich, dass man sich auf euch verlassen kann. Nun aber ans Werk, die Pflaume schnell in die Karaffe zu zerquetschen und seht nur, wie sich der Saft ganz allmählich verwandelt. Vom Materiellen ins Spektrale, ganz mühelos. Was für ein Aroma. Noch nicht einmal der bevorstehende Tod roch so süß. Ich denke, ich nenne dieses feine Gebräu den kaiserlichen Schlummertrunk. Bevor ich allzu sehr abdrifte, müssen wir noch die Sache mit eurer Belohnung klären. Oh, der gibt uns sogar was. Ist der verrückt? Bei mir redet der noch. Was soll ich damit? Ein Goldring, Palua-Ring, Korallring. Ich hab den Goldring genommen. Meinst du auch, ne? Ja. Hast du? Ja, ja. Einen Toast auf ein saftiges Ende und einen vielversprechenden Beginn. Und oh, ihr möchtet vielleicht euren Blick abwenden, wenn ich von euch diesem teuflischen Bräu getrunken habe. Ich bezweifle, dass meine Rückkehr zur Stofflichkeit schön anzusehen sein wird. Nun gut, wie ich in den Liebeshöhlen von Tratrus zu sagen klebte, Ex und Hopp. Endgültiger. Ach, grundgütiger, sagt er. Grundgütiger, das ist ja mal ein ungewöhnliches Gefühl. Ich... Oh je, irgendwas stimmt nicht. Die Eiflamme, sie ist... Nein, 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 sie ist erloschen. Was habe ich... Ach. Einmal mit Profis. Was seid ihr? Nein, ihr seid doch nicht etwa... Ich werde... Nicht! Ja, was denn nicht? Ah! Gut. Das war's damit, oder? Was ist ja mit dem? Ich glaube, der hat sich aufgelöst. Okay. Habe ich so ein bisschen im Gefühl. Also ich war das nicht. Und was, jetzt? Das muss ich auch mal. Was? Wie? Wo? Wann? Und jetzt fragst du mich, was jetzt ist? Jetzt warte ich gerade mal eine Runde, was hier gerade passiert. Wo ist denn der Lunaris-Tempel? Hä? Das Hä? Komisch. Der Lunaris-Tempel, der ist... wo ist denn der überhaupt? Den haben wir im Solaris-Tempel gesehen? Nee. Kaiserlichen Gärten, da war der ganz oben, Lunaris-Tempel. Da zum gehen wir hin, ja? Kaiserlichen Tempel, genau. Ja. Und jetzt hier hoch. Hallo. Ey, du kannst so schnell rennen, ich weiß nicht warum, ne? Entschuldigung. Das ist echt mysteriös. Oh, hier ist noch ganz viel nicht aufgeklärt. Was, jetzt ehrlich? Ja. Bei mir jedenfalls. Ich meine, hier liegt was rum, aber... schlimm. Hier hinter ist auf jeden Fall noch nicht aufgeklärt. Oder... Was ist denn mit der Bibliothek? Ja genau, da müssen wir noch rein. Meinst du, da kriegen wir auch noch eine Quest für? Ja komm. Lass mal da... Ach, da kriegen wir keine Quest für, da gehen wir jetzt einfach rein. So. Aber nicht, dass du Feuer fängst, weil hier ist Wissen drin, ne? In der Bibliothek sind Bücher, da kann man lesen. Was ist lesen? Das meine ich ja. Ruhe hier, nicht so laut! Da hinten ist irgendwas hell. Ach, wie lustig. Guck mal, was ich hier tolles Neues machen kann. Pass mal auf. Cool, ne? Gehört der jetzt uns? Der gehört jetzt uns. Toll. Einfach mal so. Hier sind Victorias Schriften, wenn du möchtest. Bad Eyes, Kalisa Bars. Ich habe Brettos Werk nie richtig verstanden. Für meine gewöhnlichen Ohren ist es eine chaotische Mischung aus Getreller und Gequietsche.